Hier geht es heute um Schleime und Bitterstoffe. Als wir damals bei unseren Fastenausbildungen, Buchinger Fasten, angefangen haben, ging es immer nur darum, den Körper zu entgiften durch Fasten und ihn damit zu sanieren. Aber was ich bei so Fastenkuren in Ausbildung damals nie gesehen habe, waren Giftstoffe. Wir haben uns immer gefragt, okay, wenn die Leute vergiftet sind, man muss doch irgendwo Giftstoffe sehen. Irgendwann haben wir uns mit Entgiftungskuren näher auseinandergesetzt, haben viel mehr Naturstoffe mir zugeführt, wie Wildkräutersäfte, Gemüsesäfte, Cassia Fistula zur Darmentleerung, Infrarotsanarien zum Schwitzen und die Säfte von grünen Wildkräuter, also grünem Blattgemüse. Und seitdem wir das machen, haben wir bei Entgiftungskuren eine viel stärkere schleimbildende Ausscheidung unserer Klienten. Und es war total spannend, und wenn man da mal eine ganz große Geschichte weit zurückgeht, wenn es darum geht, wie werden Leute eigentlich krank, dann würde ich heute sagen, durch die Verschleimung des Körpers. Die Verschleimung, die Verschlackung, die Versackung. Das heißt, unser Körper produziert sogenannten Mucus, das sind Schleime, um sich zu entgiften. Diese Schleime werden über die Schilddrüse ausgeschieden, über den Magen, über Leber, Gallenblase, also die Galle auch, über die Niere, aber auch über das Lymphsystem, die Lymphflüssigkeit. Was aber in der heutigen Zeit verstärkt passiert, was es vor 40, 50 Jahren noch nicht so gab, ist, dass wir sehr viele Gerinnungsbilder in unserem Körper haben, die dazukommen, die dafür sorgen, dass dieser Schleim nicht mehr abtransportiert werden kann. Zum Beispiel Aromastoffe, Geschmacksverstärker, sogenannte Transfettsäuren, also mehrfach erhitzte Fette. Der Stress, das späte Essen nach der Verdauungszeit, in der Verdauungsleere, was unverdauter Speisebrei ins Blut bedeutet und das Blut verklebt und verschleimt. Strahlung, also Handystrahlungen, die zur Blutgerinnung und somit zur Verschleimung und Reduzierung der Funktionalität unserer Drüsen führt. Aber auch natürlich diese ganzen Farbstoffe über die Kleidung, über die Kosmetika, Parfüme und Schwermetalle, die im Körper zu Ausfällungen, also sogenannten Gerinnungen der Körper- und Gewebsflüssigkeiten sorgen. Und wenn ich mal viele Jahre zurückgehe, gehen wir mal in das Jahr 1850, da wurden ja schon Männer geboren wie der Bertrand Heidelberger. Und darüber möchte ich kurz berichten, das Heidelberger Kräutererbe. Und der Bertrand Heidelberger war auch nur ein ganz einfacher Mann, der, so schreibt er, durch die Schulmedizin blind und krank gemacht wurde. Man konnte ihm nicht helfen. Und er war auf der Suche, warum wird ein Mensch eigentlich krank? Was passiert da eigentlich? Und er kam auch auf die Verschleimung unserer Drüsen, in erster Linie Mundschleimdrüsen, Bauchspeicheldrüsen, aber auch Schilddrüsen und Niere. Er sagt immer, zuerst vergiftet die Niere, dann das Blut und dann alle anderen Organe. Also hat er sich die Frage gestellt, wie kann man denn den Menschen helfen, diese Schleime zu binden, zu transportieren und wirklich auch auszuscheiden. Und da hat er sich aus dem Garten Edens bedient, also aus einem Wildkräutergarten, und hat angefangen, verschiedene Wildkräuter zu trocknen, diese seinen Kunden, die Erkrankungen hatten, darzureichen, und hat die Heilungserfolge sich notiert, um seine Kräuterextrakte zu verbessern. Und irgendwann ist natürlich die Heidelberger Kräuterpulver entstanden. Hier geht es also darum, wenn wir nicht in der Lage sind, mit Wildkräutern zu arbeiten, wenn wir uns im Alltag entgiften wollen, wenn wir unseren Körper entschleimen wollen, wenn wir nicht so Zugang haben zu Wildkräutern und es ist Winterzeit, dann mit einem Ersatzprodukt zu arbeiten, im Alltag zu entgiften, beziehungsweise die Entgiftungsorgane, also Detox im normalen Alltag der Organe, zu unterstützen. Und da möchte ich hier kurz was aus dem 7-Kräuter-Erbe von Bertrand Heidelberger, das gibt es auch zu kaufen, mal vorlesen. Das Ergebnis seiner über 50-jährigen Erfahrung aus dem Gebiet der Naturheilkunde hat Bertrand Heidelberger als Vermächtnis der Nachwelt zur Verfügung gestellt. Er beobachtete, dass die Krankheiten sich schon von Jugend an auf verschiedene Art und Weise entwickeln und erkannte, dass zu viel und zäher Schleim Auslöser mancher Krankheiten sei. In erster Linie sei es die Entwicklung des Schleimes, welcher bei der Aufnahme der Nahrung den Magen und die Niere zuerst verunreinige und dann nach und nach alle inneren Organe in Mitleidenschaft ziehe. Dann gehe der Schleim ins Blut über, welches dadurch an Wärme verliere und die Blutzirkulation störe. Bertrand Heidelberger hat festgestellt, dass es eine Zusammenstellung von 7 Kräutern ist, bei denen der Wermut und die schwefelhaltige, bitterwürzige Schafgarbe, Wacholder, Fenchel, Anis, Kümmel und Bibernelle schleimlösende und schleimausscheidende Wirkungen haben und damit ihm erfolgreich geholfen haben. Jedes einzelne der 7 Kräuter ist ein wahres Wunder an Heilkraft und Wirksamkeit. Vor allem kann man sich das intensive Zusammenspiel und Zusammenwirken der verschiedenen Bitterstoffe der 7 Kräuter auf den ganzen Körper heilbringend und positiv auswirken.
Durch die tägliche Einnahme seines speziellen Kräuterpulver, bla bla bla. So, also, er hat es geschafft, mit diesen Kräuterextrakten den Schleim zu lösen, das Blut zu reinigen und damit bis ins hohe Alter gesund zu bleiben. Und er schreibt auch in seinem Buch, in erster Linie sei es die Entwicklung des Schleimes, welche bei der Aufnahme der Nahrung den Magen und Nieren zuerst verunreinige. Und damit war er natürlich mit seinen Kräuterpulvern sehr erfolgreich. Diese haben bis heute überlebt. Es gibt noch viele andere Schriftsteller, die über die Verschleimung sprechen. Zum Beispiel der Professor Arnold Ehret über die Schleimkost, die Verschleimung der heutigen Fastfood-Gesellschaft, Zivilisationskost oder auch zu viel Kochkost, schleimbildende Kochkost, in ganz tollen Büchern übers Fasten. Der hat auch diese Erfahrung gemacht, der Entschleimung des Körpers durchs Fasten und durch die Ernährungsform mit mehr Rohkost, die den Körper entgiftet, natürlich auch hinzugehen, zu sagen, okay, wir leben im 21. Jahrhundert, kann ich im Alltag irgendwas trainieren, um meine Drüsen besser auszuspülen, die Wassereinlagerungen loszuwerden, das überschüssige Fett und meinen Körper dabei zu entgiften, sage ich ja, mit den Heidelberger Kräuterpulver. Das gibt es mittlerweile auch im Bio, auch schon in unserem Online-Shop zu bestellen. Und bei Bertrand Heidelberger war das immer so, man hat einen halben bis ganzen Teelöffel davon am Morgen oder zwei bis dreimal täglich in ein Glas gegeben und das mit heißem Wasser aufgegossen. Und als Tee wurde das gedarreicht und somit hat es dafür gesorgt, dass in der Aufnahme über den Mund es die Schleime, die aus den Mundschleimdrüsen, natürlich die Entgiftung des Körpers passiert ja über die Drüsen, auch über die Mundschleimdrüsen. Und das Problem ist, dass diese kolloidalen Gifte, die schon über Drüsen ausgeschieden wurden, dann über die Magenschleimhäute wieder ins Blut gelangen, somit den Magen schädigen und über das Blut dann die Nieren und somit alle anderen Organe. Und diese Kräuter haben praktisch den Auftrag gehabt, nach Bertrand Heidelberger, diese Toxine zu binden und nicht mehr über den Magen ins Blut zu lassen, dass die Bluttemperatur sinkt und der pH-Wert sinkt, sondern über den Darm auszuscheiden. So. Der positive Nebenaspekt ist, wenn du mit Bitterstoffen arbeitest und dein Körper wieder an die Bitterstoffe trainierst, klar, es wird die ersten 21 Tage ein komisches Gefühl sein, wenn man es nicht kennt. Aber für mich schmecken diese Bitterstoffe schon süß, während andere erstmal das Gesicht verziehen. Aber sieh es vielleicht als Training, denn jedes Mal, wenn du diese Bitterstoffe zu dir nimmst, kriegst du einen extremen Speichelfluss. Du merkst also, wie positiv der Körper darauf reagiert. Du wirst wacher, du wirst klarer. Und deswegen gibt es auch die Bertrand Heidelberger Kräuter fürs Autofahren, weil du ja im Auto, gerade auf den Autobahnen, das stärkste elektromagnetische Feld hast, durch die Funkmäste in deinem Auto. Deswegen entsteht ja auch eine Blutgerinnung und wenn du nicht dafür sorgst, dass die Blutgerinnung langsamer vonstatten geht oder aufhört, dann wirst du müde. Deswegen kannst du mit der Einnahme unterwegs, wenn du müde bist, Heidelberger Kräuter einfach in den Mund nehmen. Ich würde hier eine große Messerspitze empfehlen, die man im Mund einfach lutscht, im Bereich auf der Zunge oder auch sublingual unter der Zunge im Gaumenbereich verteilt, sodass es zu verstärkten Drüsensekretionen kommt. Dann kurbelst du den Kreislauf natürlich an und kannst natürlich besser entgiften. Und das ist die Theorie hinter diesen Bitterstoffen, die ich gerade eben schon genannt habe, die auch auf den Packungen nochmal hinten draufstehen. Und ich mache es gerne so, dass ich morgendlich früher immer mein Espresso getrunken habe, so wie alle anderen auch. Mittlerweile nehme ich so einen halben Teelöffel in so ein Espresso-Glas, fülle das Ganze dann mit 70, 80 Grad heißem Wasser auf, lass das Ganze 5 Minuten stehen, lass das ziehen und trink das dann als Ersatz zu meinen früher getrunkenen Espresso. Das tut mir gut, regt mich an und sorgt dafür, dass mein Körper nicht mehr vergiften kann. Es ist eine einfache, natürliche Unterstützung, ohne Urlaub nehmen zu müssen im Alltag für die ganze Familie und soll für dich ein günstiger Beitrag zu sein, heute dich noch für Gesundheit zu entscheiden, heute dich für eine gute Entgiftung zu entscheiden und dich da drin zu unterstützen. Prost! So, und was ich dann durch das Wissen von Bertrand Heidelberger gemacht habe, ist, ich habe nach einem noch stärkeren Produkt gesucht für Entgiftungskuren, also für unsere Leberreinigung, für das Fasten und so weiter. Da wir durch die Wildkräutersäfte, die wir im Sommer ausgepresst haben, im Winter diese nicht hatten und ich wollte, dass unsere Kunden im Winter genauso entschleimen wie im Sommer auch, also haben wir angefangen, Sprossen zu züchten und Gräser, um die Wirkstoffe hier, die Bitterstoffe rauszuziehen. Mittlerweile gibt es aber auch Produkte wie zum Beispiel die bitteren Maria Treben Schweden Tropfen, alkoholfrei, die hier auch in Kastanienmelasse konserviert sind. Und hier empfehle ich bei Entgiftungsanwendungen. Es gibt also Produkte für die alltägliche Anwendung. Das heißt, ein Nahrungsmittel, das kann man täglich 2 bis 3 Mal zu sich nehmen. Aber es gibt auch Detox-Produkte, die wir ganz besonders für Fastenkuren, Leberreinigungen,
Darmsanierung mitverwenden können, die uns darin unterstützen, die aber nicht dauerhaft eingenommen werden, weil der Körper sich dann hier daran gewöhnt. Und solche Sachen dann dauerhaft zu nehmen. Das heißt, beim Fasten nehmen wir 2 bis 3 Mal täglich 5 bis 8 Tropfen von den Maria Dreben Bitterkräutern. Die sind mindestens genauso bitter wie die von Bertrand Heidelberger. Pur im Mund gelutscht. Wenn die einfach im Mund, man lässt sie zergehen, man kriegt sofort einen starken Speichelfluss. Der Körper reagiert sofort darauf. Nach ein paar Minütchen Wartezeit trinken wir etwas Wasser nach. Verteilen das Ganze im Körper und unsere Drüsen können sich wieder einmal komplett entleeren und somit die Sekretionen zur Ausscheidung bringen. Dadurch reduzieren wir nach meiner Erfahrung die Verschleimung und Versackung und Ausfällung der Giftstoffe in den Schleimen und der Zurückbehalt wird aufgelöst, wird zur Ausleitung gebracht. Ich freue mich, wenn das eine Anregung für dich war. Mensch, toll, guck mal, wie einfach wir mit Bitterstoffen arbeiten können, obwohl wir in der Stadt wohnen, obwohl wir keine Zeit haben. Die Sachen sind to go, sind transportierbar und ziemlich einfach. Und wenn du dich an Bitterstoffe mehr gewöhnt hast, dann wirst du Erfahrung machen, dass dir die süßen Sachen nicht mehr schmecken. Du kommst weg von der überschüssigen kohlenhydratreichen Nahrung und schreist wieder nach echten Nährstoffen, Mineralstoffen, die dein Körper natürlich dann auch braucht, wenn er die Gewebe wieder mit Energie füllen möchte. Und wenn du mal Heißhungerattacken hast, auch am späten Abend und sagst dir, jetzt probiere ich dann mal das, was der Florian Sauer gesagt hat, dann nimmst du dir mal ein paar Maria Dreben-Kräuter oder Heidelberger Kräuter, machst du dir auf die Hand und lutscht die im Mund oben und unter der Zunge und dann schauen wir mal, ob dieses Verlangen weggeht, weil durch diese Bitterstoffe auch die Toxine im Blut sinken und somit das Ego in Energie sinkt und somit die Heißhungerattacken auf schlechte Nahrung, industrielle Nahrung oder die Völlerei am späten Abend. Damit schließe ich ab. Wir sehen uns bald wieder. Der Florian Sauer Naturtherapie. Tschüss.